Leute, wir haben heute sehr viel auf der Liste und wir haben heute, ich sag mal, ungewohnt ernste Videos. Also normalerweise von Leuten, die keine ernsten Videos machen, haben wir heute ernste Videos auf der Liste. Ich weiß nicht, in welche Reihenfolge wir jetzt gucken, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem ernsten Video an. Und zwar von einem YouTuber, der sonst nie ernste Videos macht. Und zwar hat InScope ein Video, das heißt 10 Jahre YouTube. Das geht 7 Minuten, das ist sehr untypisch für InScope. Und ich bin sehr gespannt. Folgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne geeignet. Fuck, Alter. Wie fängt man so ein Video am besten an? Frankie, mach mir doch einen Weizen, oder? Was ist daran ernst? Leute, schreibt mir auf Twitter, InScope hat ein ernstes Video, guck bitte rein. Digga, er fängt an, machst du noch einen Weißen? Ja, man kennt ihn. Leute, lasst, verarscht mich nicht. Guten Morgen, guten Mittag oder auch. Halt, da muss. Es ist der 9.6.2020. Ich habe angefangen damals, vor 10 Jahren, ohne zu wissen, dass man überhaupt mit YouTube Geld verdienen kann und 0 Euro in der Tasche. 10 Jahre später sitze ich wieder hier in meinem Kinderzimmer mit dem... Ey, wo er gerade sagt... Stimmt, er sitzt wieder im gleichen Zimmer, wo er angefangen hat. Krass, der Kreislauf des Lebens. Der Kreislauf des Lebens. Wir wissen, dass man viel Geld verdienen kann und 0 Euro in der Tasche. Du musst jetzt mal hustlen, du kleiner Drecksack. Holy shit, danke dir, Digga, für 10 Jahre YouTube. Schauen wir in der Zeit zurück auf... Seit wann bin ich bei InScope dabei? Ich bin nicht seine ganzen 10 Jahre dabei. Ich habe damals seine Call of Duty-Videos und so nicht gesehen. Aber ich glaube, ich gucke auch schon richtig lange rein. Also aller spätestens 2013 habe ich bei ihm das erste Mal reingeschaut. Also 7 Jahre ungefähr. Damals, das Lispeln der MW2-Gameplay war. Ja, also ihr müsst mir verzeihen, ich bin angepisst. Oder die Führerschein-Fail-Videos, über die mich sicherlich der ein oder andere Kollege gefunden hat. Jetzt darf ich nochmal dahin. Thema Frisuren, brauche ich eigentlich gar nicht anfangen. Da sitzt ja schon wieder der Unge. Mann! Lässt du mich nicht mal einfach... Ein alter Mann, er quält sich jeden Tag um 20 Uhr für euch an den PC. Und dann muss ich auch noch aufstehen. Leute... Ihr müsst erstmal die Basics machen, Leute. Kommt erstmal in mein Alter. Okay? Ich sag's euch nur. Als ich noch so alt war wie ihr, da konnte ich auch stehen die ganze Zeit. Aber Leute, kommt erstmal in mein Rentenalter. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass ich schon immer die nicesten Frisuren gerockt habe. Sag mal, bist du eigentlich eine Missgeburt? Und das Ganze bis zum heutigen Tag. Es ist auch immer wichtig... Die Jugend mit neuen... Also die Frisur finde ich gar nicht mehr so schlimm. Ich habe mich daran gewöhnt, weil es gibt halt Leute, die tragen das halt unironisch. Also ich weiß halt immer nicht, ob InScope das ernsthaft gut findet, aber das hier, diese Frisur hatte er wirklich... Digga, das war auch eine wilde Zeit. Also diese Frisur, egal was InScope mit seiner Frisur noch macht, Mittelscheitel, Dauerwelle, daran kann er nicht mehr anknüpfen. Das sieht ja sowas von dermaßen... geil aus. Bist du eigentlich eine Missgeburt? Und das Ganze bis zum heutigen Tag. Es ist auch immer wichtig, die Jugend mit neuem Wissen zu versorgen. Und deswegen habe ich mir regelmäßig Sprüche ausgedacht, bei denen die Jugend von heute und auch von damals viel dazulernen konnte. Ew, wahrscheinlich, oder? Alles klar, Digga. Nicht zu vergessen, der aggressiv wichtige Bereich Fitness, Leute. Denn ihr wisst es, damals haben wir eine Sache gelernt und zwar... Ich bin bereit für mein Ziel. Aber... Oh, ich bin bereit für mein Ziel. Mittlerweile kann ich richtig schnell umschalten. Das waren noch Zeiten, Alter. Auch in schwierigen Phasen des Trainings gab es den entsprechenden Spruch. Das ist ja richtig schlecht. Das ist schlecht. Nimm dein Fiat mit. Und genau das gleiche... Nimm dein Fiat und verpiss dich. Fahr nach Hause. Tim, kann ich nur zurückgeben. War dir schlecht? Zum Glück habe ich jeden Rotz auf YouTube mitgemacht und auch meine musikalische Entfaltung konnte ich mit euch teilen in legendären Songs wie So wie Paint. Oh, der war stark, der Song. Der war stark. So wie Paint. Oder auch Alles klar, Digga. Aber mein größter Hit war wohl Ich kann es noch nicht, doch ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Wie wir die Charts durchgerockt. Nee, der größte Hit war absolut So wie Paint. So wie Paint. Haben, war ja nicht mehr normal. Aber auch Videos der anderen Art und Weise haben bei mir gut und gerne mal durchgezündet. An der Stelle gehen Grüße raus an meine beiden Kumpanen und Kollegen Teddo und Mond. Oh Mann. Ach, Herr Jemini. Das ist nicht im Sinne Ernst, oder? Mond. Oh mein Gott. Keine Sorge, sobald ich aus der Insolvenz draußen bin, kaufe ich dir deine AP. Du bist der letzte Wichser. Optische Veränderungen waren bei mir im Prinzip an der Tagesordnung. Genau das gleiche dachten sich wahrscheinlich die meisten, als sie mein Video nach der Weisheitszahn-OP gesehen haben. Wie siehst du aus, Mann?
danke nochmal an meinen Zahnarzt. Ich dachte am Anfang, du benutzt auf Snapchat den Hamsterfilter. Boah, alter Schwede. Alter Schwede, wenn die Weisheits-OP so richtig reinkickt. Oh mein Gott, das war ja anders geschwollen. Uff. Den Hamsterfilter. Challenges mit den Besten. Way up a field. Beim Schere-Stein-Papier muss man doch immer das Bein flexen, oder? Alles klar. Ich sag mal, ich auf Gemüse reimt. Felgendüse. Im Perückengame war ich immer ganz vorne mit dabei. Ich hasse dir direkt eine aggressive, ja, Gemüsebrühe raus. Als ich irgendwann mal zufälligerweise aus irgendeinem nicht erklärlichen Grund zu Geld gekommen bin, ging es bei mir auch ums Thema Autos und Uhren. Hat eine krasse Präsenz, dieses Auto. Kommen wir zu meiner dritten Uhr. Das war eine schlimme Zeit. Davor war alles noch, da war alles noch gut. Dann kam die schlimme Zeit. Meine dritte Uhr. Mein achtes Auto, dies, das, jenes. Da fing diese Zeit an. Frau richtig klären wollt, dann müsst ihr einfach nur Folgendes sagen. Bella ist so eine geile Sau. Oh, das war auch stark. Mrs. Bella ist so eine geile Sau. Einfach, Knubbel hat den Wingman gespielt. Knubbel, du warst der Wingman. Knubbel, weißt du noch, als du InScope und Miss Bella verkuppelt hast, weißt du das noch? Hast du gut gemacht. Du bist ein richtiger Wingman. Knubbel war einfach nur Schuck. Komm einfach nur Schuck, Alter. Miss Bella ist so eine geile Sau. Und dann müsst ihr einfach nur Folgendes sagen. Miss Bella ist so eine geile Sau. Oh! Aber auch Ranks waren auf meiner Laufbahn mit am Schlüssel. Endlich, Alter! Endlich ist das Ding durch, Mann, Alter! Paranoiden-Level ist wieder auf normal. Aber liebe Leute, niemals vergessen, immer ein bisschen nüssigen Delfin in euer Essen reinzumachen. Denn nur dann schmeckt's wirklich gut. Schmeckt ein bisschen nussig irgendwie, gell? An der Stelle will ich mich auch nochmal bei allen Leuten bedanken, die mir auf meinem Weg in die Insolvenz verholfen haben und meine Felge mehrere Male mitgenommen haben. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ist das so krass? Ist das gerade eine ernste Frage von dir? In der Businesszeit habe ich gelernt, wie man sich nachhaltig eine Zukunft aufbaut. Ja, manchmal waren wir auch so ein bisschen zwanghaft auf Effizienz und wir müssen nach vorne kommen, getrimmt. Lazo, warum wohnst du wieder bei deinen Eltern? Mach ja schon mal die Basics. Wie bitte? Vor genau 10 Jahren. Habe ich mich damals mit Benno entschieden, zusammen diesen Kanal zu gründen, InScope 21. Lass uns mal drauf scheißen, ob ich heute 1 Million Euro auf dem Konto habe oder ob ich 0 Euro auf dem Konto habe. Was eigentlich zählt, ist, dass ich mit diesem Beruf, den ich... Lass uns drauf scheißen, ob ich 1 Million auf dem Konto habe oder 0 Euro auf dem Konto habe. Was eigentlich zählt, ist, dass ich 1 Million auf dem Konto habe. Das ist bis jetzt ein sehr schönes Video, sehr schönes Nostalgie-Feeling, muss ich sagen. Oder ob ich 0 Euro auf dem Konto habe. Was eigentlich zählt, ist, dass ich mit diesem Beruf, den ich ausübe, meinen Traumberuf gefunden habe und das schon mit 15. Und dass ich das bis heute durchgezogen habe, macht mich sehr, sehr stolz. Aber eigentlich will ich mich an der Stelle bei jedem Einzelnen von euch da draußen bedanken. Egal, ob ihr seit 10 Jahren oder seit 10 Minuten dabei seid. Ich will einfach Danke sagen für jeden Einzelnen, der mich supportet, weil nur durch euch da draußen habe ich die Möglichkeit, meinen Traumberuf auszuüben. Natürlich kann der Traumberuf auch nicht immer Spaß machen und sicherlich habe ich auch nicht an jedem einzelnen Video, das ich hochgeladen habe, Spaß gehabt. Aber das gehört einfach zu jedem Beruf dazu. In meiner Laufbahn von diesen 10 Jahren habe ich so unfassbar viel gelernt. Für meinen jetzigen Standpunkt muss ich allerdings sagen, bin ich auf jeden Fall glücklich, auch wenn ich gerade weniger habe, als ich vielleicht haben sollte. Aber das ist eine sehr, sehr starke Lehre. Und da möchte ich mich auch nochmal bei dir bedanken. Ganz speziell bei einer Person. Du hast mir gezeigt, dass Geld über Freundschaften und über Menschen zu stellen einfach absolut unmenschlich ist. Aufgrund von der Tatsache habe ich einfach gemerkt, wie scheißegal es eigentlich ist, wie viel Geld du hast und wie wichtig es eigentlich ist, gute Leute um dich rum zu haben und Spaß an dem zu haben, was du machst. Vielleicht wirst du das ja auch noch eines Tages erkennen. An der Stelle, ich weiß, es ist kein mega aufwendiges, gedrehtes Special oder so. Finde ich gut, dass InScope mal wirklich ernste Worte wählt in so einem Video. Sieht man selten von ihm, finde ich gut. So, aber das Video kommt von Herzen. Das Dankeschön, das ich euch ausrichte, kommt von Herzen. Es ist für mich eigentlich ungreifbar, dass ich diese Sache seit 10 Jahren mache. Deswegen ein wirklich von tiefstem Herzen ehrlich gemeintes Danke an jeden Einzelnen von euch da draußen. Aber auch an die Leute, die mich auf dem Weg begleitet haben. Ich möchte mich als allererstes mal reihenfolgentechnisch bedanken an die früheren Kommentatoren, als wir damals auf YouTube gestartet haben. GSSD, Underserial, Tio aka True Cry, Dr. Kaboom, Dipsy007. Jungs, mit euch hat alles angefangen für mich damals. Es war eine absolut geisteskranke Zeit. Auch bei Commander Krieger und Elotrix, die damals in der YouTube-Slash-Übergangsphase zum Real-Life-Content begleitet haben. Jungs, auch Kurs geht raus an euch. Ich werde euch niemals in meinem Leben vergessen. Keine Frage. Grüße gehen raus an meine Besten. Peter, Spendi, Sascha, Tim. Jungs, ich küsse eure Herzen. Ihr seid wie Brüder für mich. Auch wenn der Kontakt vielleicht nicht immer perfekt ist und sich vielleicht ein paar Umstände geändert haben, auch ihr seid für immer in meinem Herzen. Jungs, ich liebe euch. Benno, Grüße gehen auch raus. Oh mein Gott, einfach Video von 2010, Alter, von 2011. Und ich, Bro, ich weiß, unser Kontakt ist nicht so wie früher.
Trotzdem, Bruder, auch du bleibst immer in meinem Herzen. Ich find's krass, dass wir damals die Entscheidung getroffen haben, den Kanal zu eröffnen. Dennis und Rambo, euch kenne ich auch schon ewig lang. Wir haben leider nicht mehr wirklich Kontakt. Trotzdem, Jungs, euch vergesse ich nicht. Kuss geht raus an euch beide. Finde ich nice. AS, Krappi, Marcel Scorpion. Jungs, wir haben eigentlich gar keinen Kontakt mehr. Aber auch ihr wart eine Zeit lang ein richtig, richtig dicker Teil von meinem Kanal. Danny Burnage, alte Hütte, Digga. Ich habe keine Ahnung, was du heute machst, Digga. Aber hätte eine Minute vor dem Video hätte er auf den Kanal von Danny Burnage gucken können. Aber lieber, ich habe keine Ahnung, was du heute machst. Danny, ich weiß gerade, was Danny in seinem Zimmer macht. Pass auf, Leute. Danny sitzt gerade in seinem Zimmer und macht das hier. Wow, Wahnsinn, wie der abgeht. Hui. Also beschweren kann man sich da eher weniger. Hui. Du warst extrem viel bei mir dabei. Danke, Bro, dass du mit mir dabei warst. Auch bei den Junggesellen. Meine Güte, geht der ab. Nils und Simon, Jungs, war auch eine geile Zeit mit euch. Natürlich bedanke ich mich auch bei Leuten wie Kevin Wolter, Jana Riva, Revi, Regina, Mickey, absolute Ehrenleute. Ich bedanke mich bei Marc, Digga, auch ein sehr, sehr nicer Typ, dass ich ihn kennenlernen konnte. Genau. Ich bedanke mich bei Mois, bedanke mich bei Kima, ich bedanke mich bei Bella, bei Monte, bei Unge, bei Justin. Ich bin einfach froh, dass ich so viele nice Leute auf dieser Laufbahn auf YouTube kennenlernen durfte. Ron und Pascal, auch an euch beide geht ein dicker Kuss raus. Und natürlich bedanke ich mich bei meinen Highlight-Kanälen und natürlich bedanke ich mich auch bei allen meinen Mitarbeitern. Gut, meine Freunde, ich glaube, das ist jetzt genug Dankesagung an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet nochmal einen schönen Flashback an die Zeit. Man kann natürlich jetzt nicht alles raushauen. An dieser Stelle, meine Freunde, ich küsse eure Augen für alles. Und ich hoffe, wir sehen uns nicht im nächsten Video. Und jetzt verpisst euch! Schönes Video, wirklich, schönes Video. Also, auch, dass er den Leuten nochmal so gesehen gedankt hat, mit denen er keinen Kontakt mehr hat. Also, wo er gesagt hat, ja, hier zum Beispiel Danny Burnage oder Marcel Scorpion oder so. Und dass er trotzdem die Leute erwähnt hat, auch mit denen er keinen Kontakt mehr hat und so. Finde ich war sehr, sehr nice. Und nochmal so viele Leute da sozusagen zu sehen. Diese ganze Zusammenfassung auch von ihm. Fand ich ein sehr schönes Video, muss ich sagen. Also, InScope, du sagst ja in dem Video auch Danke an Unge. Ich danke, wenn dann überhaupt dir, weil du machst jetzt schon so lange geile Videos, die ich immer wirklich nice finde, wo ich wirklich gut lachen kann und mich unterhalten fühle. Auch abseits von YouTube, von den Videos und so, muss ich sagen, wenn wir uns getroffen haben. Er weiß es selber, ich musste die ganze Zeit lachen, weil er so ein Hund ist, Alter. Er labert im Real Life so viel Scheiße. Es ist einfach nice mit ihm. Also wirklich, immer wenn ich ihn getroffen habe, gute Zeit mit InScope gehabt. Absoluter Ehrenmann. Grüße gehen raus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal.